Hallo und herzlich willkommen heute zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks. Und heute habe ich mir mal wieder eine Arti rausgesucht, und zwar die T92 Arti. Karte ist Prokhorovka. Fedora Stan hat das Ganze gespielt. Ja, und jetzt schau mal, was er so reißt. Auf jeden Fall seine Aufgabe, die wird er nicht schaffen: zerstören Sie mindestens drei Gegnerfahrzeuge, die eine Stufe über Ihrem Fahrzeug liegen. Das wird mit einem Zehner schwierig. Ansonsten oben links, da seht ihr eine 0-0. Ich hoffe, das klappt. Ich habe mir nämlich, eigentlich will ich ja Vanilla spielen, aber das Einzige, was mich gestört hat, ist, dass es kein Hitlock gab, beziehungsweise kein Damage Counter. Und das sollte jetzt hoffentlich der Fall sein. Und dementsprechend dürften wir also dann sehen, was er an Schaden rausbratzt. Hoffe ich zumindest. Sehen wir aber gleich, ob es denn auch wirklich klappt. So, jetzt ende hier schon ein. Die Karte ist natürlich hier drüben, da wo er jetzt rüber zielt. Das ist so die Butter- und Brot-Flugstrecke für eine Arti, kann man schon sagen. Also da weiß man immer, da kommt immer eine Arti an einen ran, und man hat auch immer hier große Probleme. Also mittlerweile am Hügel wird weniger geschossen als hier rüber. Scheiße, krass. 1755 Damage. Jo. Alter. Der war heftig. Der hat gut gerumst. Jetzt schauen wir mal, was dann noch so passiert. Noch geht hier keiner auf. Also, die Hits teilweise, die sind einfach pervers. Die sind einfach pervers. Anders kann man es nicht sagen. So, noch bleibt er hier in der Mitte, ganz klar. Will jetzt hier auf den IS-7 gehen, aber der ist nicht so leicht zu beschießen, weil der so in einer ganz kleinen Senke ist. Aber der Conqueror wiederum, der würde sich richtig anbieten. Schuss ist raus. Und da hat er 609 gemacht. Damage Counter funktioniert super. Perfekt, so wollte ich das. Wer hat mir denn den empfohlen? Ich glaube, der Roy war es. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle für die Empfehlung. Das war wirklich so das letzte Teil, was mir hier gefehlt hat. Und man sieht jetzt auch perfekt, weil eigentlich war jetzt der Schaden in Anführungszeichen stand 1950 da, aber man hat ja gesehen, vorher kamen einige Schüsse rein. Und so kann man jetzt wirklich genau sagen, es waren 609 Schaden. Perfekt, so soll es sein. Ich hoffe, dass diese Funktion übrigens auch noch bald ins fertige Spiel kommt. Oh, da hat. Oh, was hat er denn da? Das ist ja ein schöner Haufen. Granate ist drin. Vielleicht zwei Treffer? Nee, nur einer. Ah, da trifft er leider nicht. Schade, aber man sieht schon, wie lange da hier das Projektil dann braucht, bis es dann auch ankommt. Das ist schon ein Weilchen. So, jetzt wieder auf den IS-7. Nachladezeit ist natürlich auch einiges. Man sieht, der Schaden ist dann schon brutal, wenn sie trifft, aber natürlich eben auch die Nachladezeit recht hoch. So, jetzt der IS-7. Ah, da kettet er ihn leider nur. Kein Schaden gemacht. Unglaublich ärgerlich, aber der IS-7 wird sich freuen. Jetzt ist wieder Ruhe. Das ist die Ruhe vor dem Sturm bei der Arti. Wenn lange nichts passiert gefühlt, dann weiß man, okay. Ich sag, ich leg mich fest, der nächste wird ein Tausender. Der nächste Treffer, den er landet, wird über 1000 Schaden. Ich weiß, die Klappe ist da recht weit aufgerissen, aber bei dem einen E5 hat er es ja vorher schon gut geschafft. Warum denn nicht nochmal? Okay, ST. Schuss ist rauskommt, mach über 1000. Nee, okay. Der nächste Schuss, der trifft, wollte ich sagen. Also nicht der, der natürlich hier irgendwo in die Versenkung geht. Das gilt nicht, sondern schon treffen. So. Hälfte der Nachladezeit ist da rum.
Natürlich gibt es auch im Chat schon wieder das Thema Arti-Diskussion. Gefühlt kein Spiel mehr ohne diese. So, E5 jetzt. Ja, 1848 und dann hat er nochmal einen Treffer bekommen und dann war er tot. So schnell ist es für den E5 zu Ende. Und wie es gesagt hat, der nächste, der trifft über 1000 Schaden. Sehr schön. Damit ist er bei 4212. Der Gegner hat hier aber den Hügel komplett für sich eingenommen, ist ja auch schon runtergefahren. Da muss man natürlich immer einen Blick drauf haben. Also rein so von der Positionierung ist der Gegner hier schon gut aufgestellt. Hier hinten noch ein paar TDs, die da warten. In der Mitte haben sie gute Map-Übersicht, aber da macht es sein Team auch ganz ordentlich. Aber hier kommen sie jetzt schon rüber. Also, sein Team ist hier wirklich in diesem Bereich und der Gegner hat hier deutlich mehr für sich zu verbuchen. So, IS-7, Schuss ist raus und... Alter, der war auch noch gut voll. Ja, gut, der war gut voll. War es dann auch die Vergangenheitsform, weil jetzt ist er aber sowas von zerstört. So, der EN100 ist ja für seine Hitpoints, das ist schon fast lächerlich. Ich wollte gerade sagen, dann lieber den Petten. Der macht doch mehr Spaß. Und er schreibt, dass er auch den M48 wohl beschießen will und dass er ihn doch wieder aufdecken soll. Scooter funkt da auch das verstanden. Da ist er wieder. So. Ah, ist nicht so leicht. Er bewegt sich immer ein bisschen, aber nicht so dramatisch. Also der Fahrtweg ist jetzt nicht so unglaublich schwer vorherzusehen. Leider ist er nur wieder jetzt nicht mehr sichtbar. Da ist er. Und Schuss ist raus. Und 1753, so wird aus einer vollen 2000er Petten, wird einfach mal, ja, da hat er halt noch 200, 247, das langt auch. Wer braucht schon 2000 Hitpoints, wenn man 200 haben kann? Also das ist schon heftig, das ist einfach heftig. Zum Anschauen finde ich super lustig, wenn ich da selber in dem Panzer sitze, ich würde so kotzen. Ich würde so kotzen, unglaublich. Und er schreibt auch noch, ich töte den EN100. Aber natürlich nicht, wenn er ihn nicht mehr sieht. Und jetzt soll er, schreibt er auch, dass man ihn doch bitte wieder aufdecken soll. Au, jetzt muss er aufpassen, nämlich auf der AB-Linie. Da kommen jetzt langsam die Jungs rum mit dem T-22 und dem Objekt. Das sieht er jetzt nämlich auch. Ah, jetzt hat er auch noch hier sein Mate weg. Jetzt heißt, er muss da jetzt... Ja, krass. Der eine guckt da kurz rüber und der wird da aber so viel kommt da gleich rein. Sehr beeindruckend. Shitters camping in the back. Ja gut, Objekt 100, das hätte dir klar sein müssen, dass wenn du da rüber schaust, dass da... Es sind da noch 8 Spieler hier in der Runde und er weiß doch, dass die in etwa wo sind. Also, ja, ein bisschen naiv. Und das jetzt auf Camper zu setzen, naja, noch naiver. So, jetzt will er weiter hier da diese Linie halten. Auf die Grille 15 könnte er natürlich auch gehen. Allerdings ist die Grille 15 hier hinter den Waggons, kommt also da nicht ran. Oh, jetzt aus der Fahrt. Ah, nee, der war kein Treffer. Und auch kein Splash, so wie es ausschaut. Der wäre einfach mal gar nichts. ...7:9. Und ich kann euch ehrlicherweise gerade nicht mal sagen, wie das die Runde ausgeht. Sondern ich habe mir nur wirklich ein Arti-Replay rausgesucht mit hohem Damage. Aber wie das Detailwerk aussieht, kann ich euch gar nicht sagen. Also mal schauen, wie die Runde weiterläuft. Auf jeden Fall der ST. Der ist ja knapp an der Grenze, wo er noch rankommt, ohne dass er umaimen muss. Schuss ist raus. Aber no hit, so wie es aussieht, weil den hätte er eigentlich von den Hitpoints dann sonst weggemacht, schätze ich mal. 8:9. Gegner führt da jetzt. Hat auch noch eine Arti, also beide Teams jeweils mit einer Arti gestartet und beide haben sie auch noch.
So, jetzt will er hier wieder Richtung Zenturien und so gehen. Da muss er jetzt natürlich aufpassen, weil jetzt hat er da kaum auch mehr einen, der da vorne abdeckt. Das heißt, die, wenn durchkommen könnten, richtig schnell. Zenturion wartet da aber erstmal noch. Fahrt nicht durch. Das ist wahrscheinlich der Tod vom Zenturion. Ja. Da hat er ein bisschen abgebremst, ist dann nochmal ein Stück weitergefahren und dann hat er ihn damit perfekt treffen können. Sehr gut. Dritter Kill. Ich glaube, als Gegner, wenn ich das so mitbekomme, was da von hinten immer noch alles rüberballert, ich hätte da gar keinen Bock, da über diese Schneise zu schauen. Eher hätte man hier die 1er-2er-Linie. Die müsste man entlangfahren. Das würde ich auch als T-22 Matt wohl machen. Oder Objekt. So, der ST bietet sich jetzt fast an. Oh, das ist das Objekt. Haha, fast so wie ich es gesagt habe. So, jetzt hat er nachgeladen, aber... Oh, Tortoise. Ah, das ist außerhalb von Bezirk, da muss er nochmal neu aimen. Schuss ist raus. Ah, 875. Hätte er ein bisschen mehr gemacht, wäre die Tortoise auch schon weg. Auf jeden Fall führt sein Team aktuell wieder. So, Tortoise ist weg. Das ist sehr gut, sehr wichtig natürlich auch, dass da der Spot von der Seite erstmal nicht mehr passiert. Und dann knapp wieder um die 40 Sekunden Nachladezeit. Das ist das Einzige, was, glaube ich, an Arti nervt, wenn man sie selber fährt. Diese Nachladezeit ist natürlich als Gegner das einzige Gute, dass du so lange brauchst. Aber ansonsten muss man sagen, die Hits tun schon so verdammt weh. Das Objekt ist da wieder offen. Steht sich da jetzt One-on-One der Grille gegenüber, so wie es aussieht, nach der Minimap. Er bleibt aber hier auf die Mitte fokussiert und will ja den T22 haben. So, jetzt geht er doch aufs Objekt. Ne, das wird schon geholt. Sehr gut. Die Grille wäre natürlich ein super schönes Ziel. Aber natürlich erstmal machen. Schuss ist raus. Leider drüber. Schade, schade. Da braucht nur einer treffen und dann sollte das eigentlich auch schon passiert sein. Er schreibt doch noch, er hat nur noch zwei Schüsse vorhanden. Danach ist er leer. Also da sollte jetzt zumindest einer noch sitzen, wenn er die Grille haben will. Der STB geht mal langsam gucken, ob er die Grille findet. So, und jetzt... Jetzt haben sie auch noch ein Platoon aufgemacht. Die beiden Jungs. So, da ist die Grille. Ja, Grille wird da ein bisschen gelockt vom STB, fährt davor und er holt sich da den Hit ab und er macht 9500 Schaden. Jetzt ist nur noch die Arti vorhanden, die hatte ich jetzt ehrlicherweise vollkommen vergessen, ich dachte, das wäre jetzt rum. Aber die Arti sollten sie finden, weil das wäre jetzt langsam wichtig. Er aimt mal hier auf die klassische Arti-Position ein. Und da ist er auch. Langsam rüber bewegen. Er hat noch... Er ist noch im Reload. Ja, und da ist er auch schon weg. Also die 9500 Schaden, wie ich es angekündigt habe, die hat er gemacht. An der Arti hat er nichts mehr bekommen, aber die Runde war auch knapp genug von der Zeit. Und war eine super schöne Runde und ich glaube, da macht Arti Spaß, wenn man so trifft. Und Arti macht so nicht Spaß, wenn man im Gegner Panzer sitzt. Ja, ich hoffe, es hat gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.